Kicker TV, der Talk mit Marco Hagemann. Es steht und fällt alles mit der Trainerqualität. Das, was eben hier schon mal. Weil wir haben in Deutschland einen riesigen Pool an Trainern mit einer extrem hohen Fachkompetenz. Was vielleicht in Zukunft wieder ein bisschen mehr rein muss, ist der Faktor Sozialkompetenz. Also ein guter Trainer hat nicht nur die Fachkompetenz, sondern er hat mehrere Kompetenzen, unter anderem Sozialkompetenz und so Sachen wie Vermittlungskompetenz. Ja? Wie kann ich altersgerecht einem Spieler etwas vermitteln?